Servus zusammen, Reshko hier und herzlich willkommen zu einem kleinen, feinen Clash Royale Video hier heute von mir. Und Leute, ich will es jetzt schon mal sagen, ich glaube, das wird das peinlichste Video, das ich jemals gemacht habe, beziehungsweise warum wird es überhaupt peinlich? Wir öffnen heute wunderbare Gratis-Truhen, Kanonentruhen und noch eine Silbertruhe, daran ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Nur vielleicht seht ihr gerade meine Pokale, ich habe derzeit 1200 Pokale. Und im letzten Video vielleicht, habt ihr es gesehen, da bin ich im letzten Video auf Level 6 aufgestiegen. Das war wirklich eine coole Sache. Das Problem war, ich bin aufgestiegen. Und seitdem ich aufgestiegen bin, habe ich so das Gefühl, dass meine Gegner leichtes bisschen besser sind als ich. Und ich zeige euch jetzt, bitte lacht mich nicht aus, ich zeige jetzt einfach mal meine Liste. Das wollte ich nicht. So, das wollte ich auch nicht, ich will hier drauf. So, wir haben hier eine wunderbare Niederlage. Eine Niederlage, eine Niederlage, eine Niederlage, eine Niederlage, eine Niederlage. Ich habe auch mal zweimal hintereinander gewonnen. Da kommen wieder ein paar Niederlagen, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage. Ist aber so traurig, es ist so traurig. Ich blende jetzt mal ein Bild ein, das habe ich auf Twitter gepostet, denn ich bin vor einigen Tagen, und das wird mir jetzt keiner glauben, aber ich war im Zaubertal. Ich war im Zaubertal vor einigen Tagen, wahrscheinlich sogar mehrere Kämpfe lang. Und jetzt habe ich heute gespielt, wollte ich hier für das Video heute noch ein paar Kisten sammeln, die habe ich auch bekommen. Das Problem ist nur, ich habe die Krone nicht dadurch bekommen, dass ich gewonnen habe, sondern einfach, weil ich meistens einen Turm zerstört habe. Der Gegner hat mich dann am Ende rasiert, komplett Rasur. Und das ist einfach, es ist irgendwie schon wieder lustig, dass ich so abgesunken bin. Das wollte ich meinem Clan noch nicht mehr antun, darum habe ich ihn verlassen. Ich bin jetzt mal gespannt, beziehungsweise würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt und sagt, okay, wir wollen einen Spieler haben, der manchmal im Zaubertal ist und dann wieder absteigt. Es ist einfach so peinlich. Ich glaube, kein anderer YouTuber macht so Videos. Wir öffnen es aus Prinzip erstmal hier eine wunderbare Gratistruhe. Die habe ich alle, beziehungsweise die meisten habe ich noch im Zaubertal bekommen, die Truhen. Also hier kann noch was aus dem Zaubertal rauskommen. Ich habe auch neue Sachen bekommen. Ich habe den Frost dazu bekommen, den Knall dazu bekommen, den Inferno-Turm. Ich glaube, die Magier hatte ich schon. Und den Tesla. Das sind wunderschöne neue Gebäude. Nutzen tue ich sie noch gar nicht. Mal schauen, wann ich sie in der Zukunft dann einsetzen werde. Mein Deck kann ich derzeit mal kurz zeigen. Habe ich jetzt in den letzten Tagen geändert, weil ich einfach nur noch abgestiegen bin. Und ich habe mich halt gefragt, woran liegt das? 3,8 kostet es derzeit an Elixierkosten. Ich habe Skelettarmee, ich habe Pfeilhagel drin. Wir haben hier Pfeilhagel auf Level 7. Wir haben den kleinen dran, der erst auf Level 1 ist. Den will ich auf jeden Fall noch höher bringen. Die Hexe auch erst Level 2. Wir haben hier die Valkyrie, den Riesen, die, ja, Wutzauber. Da haben auch schon viele gesagt, tu den raus. sorry. Da waren übrigens meine Backen. Die Leute werden schon wieder denken, was ist denn das für eine Kartoffel? Ja, der Wutzauber ist bei mir noch drin und die Sperrkobolde, die sind hier drin. Gefunden habe ich hier jetzt auch schon ein paar Karten, wie gesagt, im Zaubertal will wirklich versuchen. Mir fehlen nicht mehr so viele Karten, free to play, ohne einen Cent auszugeben, alle Karten zu bekommen. Ich weiß, dass es dadurch länger dauert, aber ich spiele das Spiel erst seit 3 Wochen und habe jetzt schon 37 Karten. Es wird natürlich immer länger dauern, denke ich mal, bis man dann die Karten bekommt, die man haben will. Aber wir öffnen jetzt noch die Kanonentruhe und das ganze Gedöns und dann geht's in den Angriff. Denn ich will natürlich hier im Video mal wieder aufsteigen, ein paar gute Angriffe machen. Okay, jetzt die Silbertruhe. Wir haben hier den Knall. Sehr gut, sehr gut. Und die Bogenschützen. Okay, das heißt, es geht jetzt in den Kampf rein. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht des Todes. Ihr könnt auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was so euer größter Absturz war. Also bei mir waren es jetzt über 200 Pokale, die ich innerhalb von einer Stunde verloren habe. Meistens höre ich sogar auf, wenn ich einmal verliere, höre ich dann auf und spiele dann erst ein paar Stunden später weiter. Da war ich irgendwie so drin, ich musste unbedingt hier weiterkämpfen, wollte aufsteigen, wollte hier im Video was Gutes sagen, bin einfach immer weiter abgestiegen. Es war eigentlich schon wieder lustig. Wir warten jetzt noch kurz, dass wir unsere Armee hier aufbauen. Er kommt jetzt mit dem Drachenbaby. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Aber er zerstört jetzt meinen Turm, ich zerstöre seinen Turm. Das ist halt wieder so ein Punkt, ne? Willst du verteidigen, dann verteidigst du. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir so schnell an seiner Burg dran sind, dass er nicht vorher an meiner Burg dran ist. Es ist jetzt ein kleiner Wettlauf. Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller und haben damit den Kampf gewonnen. Ja!
Und bei mir ist es oft so, dass genau diese Situation kommt. Du hast nur wenige Sekunden Zeit und dann gewinnst oder verlierst du. Ja, weil man kann schon fast ein bisschen Glück, wessen Truppen dann links an der Burg vorbeilaufen oder rechts. Meistens so. Der Kampf war jetzt richtig kurz, richtig cool, freut mich. Und da will ich natürlich direkt mit euch weiterkämpfen. Jetzt bin ich heiß. Okay, wir haben hier einen Level 6er Ultimus. Okay. Ultimus. Denn viele Gegner, sag ich jetzt mal, gehen natürlich in den Angriff. Das will ich auch. Aber die Verteidigung, die wird immer ein bisschen zu kurz. Oh Mann. Das ist doch... Könnt euch das... Also da kann ich nicht mehr machen als verteidigen. Das Problem ist, wie soll ich sowas verteidigen? Weil Küre und Ritter, das ist schlimmer als eure Oma im Gartenzaun hängend, nackt, nachts. Es ist... Oh, das wollte ich nicht. Das will man nicht erleben. Der Kampf ist jetzt eigentlich schon verloren. Also schaut euch diesen Kampf an. Ich bin kein Verlierer, aber eigentlich bin ich schon Verlierer, wenn man den Kampf immer so sieht. Das ist halt wieder so ein Kampf. Ah, da weißt du schon wieder, er hat schon wieder jeden die Burg fast kaputt. Ich versuche jetzt hier nochmal anzugreifen. Oh Gott, als ob. Komm schon. Come on, baby. Don't. This is not fair. Okay, wir versuchen jetzt an seine Burg ranzukommen. Ich habe ein bisschen Angst. Vor seinem Ballon brauche ich eigentlich keine Angst haben. Wir haben auch jetzt seine Burg kaputt gemacht. Okay. Wir sind dran an seiner Burg. Unsere Valkyrie macht hier noch ein bisschen, Ich finde Valkyrie eigentlich generell eine sehr starke Truppe, hat solide Leben, macht solide Stärke und das ist natürlich ein Punkt, den du haben willst. Du willst aber auch hier Schaden raus und jetzt natürlich die große Frage, was macht der Gegner als nächstes? Ultimus, was ist sein nächster Zug? Er setzt eine Valkyrie, okay. Und danach setzt er wieder den Ritter. Aber vielleicht können wir den Ritter ein bisschen aufhalten, indem wir ja unsere Skelettarmee hinten dran setzen. Hat perfekt nicht funktioniert. Aber ja, wir konnten es ein bisschen besser verteidigen als eben. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Okay, die bekommen wir auch noch weg. Das Musketier, der Drache fliegt weiter. Wir kommen hier in die Nähe, aber es lohnt sich nicht, den Wutzauber draufzuhauen. Ich will hier noch ein bisschen warten, will hier noch ein bisschen, ja, die Möglichkeit der Überraschung ausnutzen. Hier kommt jetzt der Ballon. Okay, das müssen wir ausnutzen. Er hat den Ballon gesetzt. Wir setzen die Pfeile und jetzt haben wir den Überhand. Mein Deutsch ist hier wieder wunderbar. Übrigens, ich wurde in Deutschland geboren. Deutsch ist meine Muttersprache und trotzdem rede ich die ganze Zeit alles andere als Deutsch. So, da haben wir wieder unseren Riesen, der gerade vorläuft. Und das ist gerade gar nicht so schlecht. Unser Riese ist noch da. Ich habe jetzt den Drachen gesetzt. Unser Riese greift jetzt natürlich hier an. Wir machen immer mehr Schaden. Und wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Werde ich es schaffen? Werde ich hier überhaupt die Chance nutzen können? Kann ich hier irgendwie noch den Ballon verteidigen? Unser Turm hat noch 500 Leben. Wenn der Ballon zerstört wird, wirft er natürlich eine Rakete runter. Der Turm ist weg. Jetzt müssen wir... Jetzt, Leute, drückt mir die Daumen. Jetzt... zählt hier wirklich jede Billisekunde und wir haben den Kampf verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das war ein Kampf, wie er leider nie in den Bilderbüchern steht. So was will man natürlich nie sehen. Und jetzt wollen natürlich eure Hilfe. Ihr habt es jetzt gesehen, nudeliger als ich geht es gar nicht. Der erste Kampf war schön, das ist so ein Kampf, die wünsche ich mir. Sekunde um Sekunde, es ist Spannung da, der Kampfwille ist da und dann zählt es jede Sekunde. Und der Kampf war jetzt so, am Anfang schon konnte ich nicht richtig verteidigen, da er seine Valkyrie mit dem Reiter zusammengesetzt hat. Das ist eine gute Kombo. Ist natürlich bei ihm auch ein bisschen mit Glück, welche zwei Truppen da am Anfang zusammen sind. Aber da habe ich am Anfang schon gesagt, das wird vielleicht nichts. Und jetzt brauche ich eure Hilfe, Leute. Was macht ihr, wenn ihr gerade absteigt? Was ist der beste Weg, um nicht abzusteigen? Beziehungsweise, was ist euer Tipp, um aufzusteigen? Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Ihr seid Tausende, die dieses Video anschauen. Und übrigens nochmal fast schon Tausende, Alter, was ist los mit meinem Deutsch? Ihr seid Tausende, die diese Videos schauen und ihr seid auch schon fast Tausende, Alter, was ist denn los? Die diese Videos liken. Mein Deutsch. Meine Aussprache. Ich habe heute übrigens wieder angefangen, Bücher zu lesen. Ich weiß nicht, warum ich es seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Es ist einfach wunderbar. Es macht einfach so viel Spaß, Bücher zu lesen. Das gehört jetzt zwar nicht ins Video. Leute, ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen.
Frauen, was ist denn heute los? Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über euer Kommentar, welches Deck ich verwenden sollte. Ich sage jetzt mal für das Zauberteil, da ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, da ich wieder heute oder morgen ins Zauberteil komme. Haut mal euer Superdeck für das Zauberteil rein, welche Truppen ich verwenden soll. Ihr seht hier meine Truppen, beziehungsweise seht ihr unten die Truppen, die ich noch nicht habe. Da sind nicht gerade viele, die ich noch nicht habe. Einfach mal unten in die Kommentare, denn ich brauche eure Hilfe. Ich bin hundertprozentig eine Kartoffel im Angriff, hundertprozentig eine Kartoffel in der deutschen Sprache. Ich lese lieber weiter Bücher als hier meine deutschen Sätze mit Frauen und Klicks und Frauen und Klicks, das passt sogar auf YouTube perfekt zusammen. Das ist mein lieber Freund, ich höre jetzt immer auf zu reden. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, habt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns am Morgen im nächsten Video wieder. Dann hoffentlich wieder mit richtigen Gold. See you later. Alligator.